Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem Lesemonat September. Ich hatte einen wirklich sehr, sehr erfolgreichen Lesemonat. Das hat mich selber gewundert, aber ich hatte auch wieder so richtig doll Lust zu lesen und habe auch wirklich fast nur gute Bücher gelesen. Ich habe nur gute Bücher gelesen und somit hat mich jedes einzelne davon immer angespornt, das nächste zu lesen und mich auf neue Bücher zu freuen. Und ich hatte einen sehr gemischten Lesemonat aus Frauenromanen, Young Adult und Thriller. Ein erotisches Buch, beziehungsweise auch eher Young Adult. Vielleicht ein bisschen drüber, wird als erotische Literatur wohl angepriesen, aber fand ich jetzt nicht so. Aber das werde ich euch dann sagen, wenn ich soweit bin. Ich habe wie immer meine Buchnotizen dabei, damit ich mich an meine Bewertungen erinnere. Ich habe in diesem Monat insgesamt 7 Bücher gelesen und ja, Seitenzahl wisst ihr, schreibe ich mir nicht auf. Deswegen legen wir jetzt gleich mal mit dem Buch Nummer 1 los. Als erstes im September gelesen habe ich Sommerwind von Gabriela Engelmann. Ich hatte ja ursprünglich mit dem Buch angefangen, weil ich zur Lesung von Gabriela Engelmann gehen wollte Ende August. Leider ist mir da was dazwischen gekommen und konnte ich leider nicht hingehen. Deswegen habe ich die liebe Gabriela leider nicht gesehen. Aber das Buch habe ich natürlich trotzdem gelesen. Und ich habe das ja auch schon rezensiert. Wer also genaueres darüber erfahren möchte, über die Geschichte, wo es spielt und wie es mir wirklich gefallen hat, der sollte sich meine Rezension ansehen. Findet ihr alles auf meinem Kanal. Ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben, es hat mich wirklich gut unterhalten. Es war mein erstes Erwachsenenbuch von Gabriela Engelmann. Die anderen Bücher, die ich von ihr gelesen hatte, waren ihre Märchenadaptionen. Die sind ja für Jugendliche geschrieben. Und ich muss sagen, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen und ich werde definitiv weitere Bücher von Gabriela Engelmann, ich kann heute nicht sprechen, lesen. Und freue mich schon drauf. Jetzt brauche ich aber erstmal ein bisschen Pause von solchen seichten Sachen. Ach Quatsch, so ein Blödsinn. Ich brauche nie Pause von seichter Literatur. Aber mir ist jetzt nicht nach diesem Föhr, Sylt, was weiß ich, Nordseeroman. Da ist mir jetzt gerade nicht nach. Ich bin mehr so in Richtung, jetzt wo es herbstlich und düster wird, eher so in die Richtung Thriller, Familiengeschichten, ja, so andere Sachen, rein stimmungstechnisch. Aber wenn ich mal wieder Lust auf Sommer habe, dann werde ich auf jeden Fall zu einem Buch von ihr greifen. Wie gesagt, 4 Sterne. Dann hatte ich gelesen und auch bereits rezensiert und hochgeladen das Video. Dreisam von Ellie Taylor. Ein Buch aus der Make It Count Reihe. Ich habe dem Buch 5 Sterne gegeben, mehr kann man nicht haben. Ich habe es relativ schnell durchgelesen, irgendwie 1-2 Tage gebraucht. Und ich war sehr, sehr traurig, als es dann vorbei war. Ich liebe die Oceanside-Romane und hatte mich gefreut, dass ich dann noch den 4. im Petto hatte. Den habe ich dann aber auch noch im September gelesen, werdet ihr auch gleich sehen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin begeistert und ich will mehr, aber leider gibt es nicht mehr. Es gibt aktuell 4 Romane, die man unabhängig voneinander lesen kann, aus dieser Make It Count-Reihe. 2 von Ellie Taylor und 2 von Kelly Price. Das sind ja die Autorinnen Anne Freitag und Adriana Popescu, die hier unter ihrem Pseudonym diese Bücher veröffentlichen. Es ist New Adult, es spielt in einer fiktiven Stadt am Meer. In Amerika und wer solche Geschichten mag, der sollte sie einfach mal lesen. Sie sind wirklich toll. Und da geht mein Gruß an alle meine Abonnenten, die sich haben von mir anstecken lassen. Und was soll ich sagen? Ich bin froh, dass es euch genauso gut gefällt wie mir und hoffe, das bleibt auch weiterhin so mit meinen Buchempfehlungen. Weil wenn ich mal absolut daneben liegen sollte oder so, dann müsst ihr mir das sagen. Dann hatte ich eigentlich ein anderes Buch gelesen, aber weil wir gerade bei Oceanside sind, das ist dann Sommersturm, die Geschichte von Jen und Patrick, geschrieben von Carrie Price. Dieses Buch habe ich ebenfalls im September gelesen, habe dem Buch 4,5 Sterne gegeben. Keine volle 5, weil die Emotionen, die ich bei dem anderen Buch hatte, hier nicht so hoch gekocht sind. Aber es war nah dran und es war ein super, super gutes Buch. Was soll ich sagen? Ich mag die Geschichte von Jen und Patrick super gerne. Ich mochte die Beschreibung, wie Patrick beschrieben war als Typ wie die beiden sich entwickeln und aufeinander zugehen und für ihre Liebe kämpfen und so. Das finde ich schon ganz, ganz toll. Es hat mir Spaß gemacht, das zu lesen. Der Einzige, der mich genervt hat, war dieser blöde Kevin. Aber das musste wohl so sein.
Ja, kann ich auch wieder nur empfehlen. Was soll ich sagen? Ich liebe die Oceanside-Bücher. Viel mehr kann ich darüber jetzt gar nicht erzählen. Wenn euch da mehr zu interessiert, ich weiß nicht, ob die Rezension dazu schon oben ist. Abgedreht habe ich sie auf jeden Fall und dann kann es nicht mehr lange dauern, bis die Rezension auch online ist. Dann kommen wir zu meinem, ja, absoluten Monats-Highlight. 5 Sterne Super Plus mit Herzchen. Und zwar geht es um Herzsplitter Out of the Shallows von Samantha Young. Ich bin ja ein absoluter Fan dieser 2 Bücher. Das ist einmal Into the Deep, Herzgeflüster, und Out of the Shallows, Herzsplitter. Diese 2 Bücher handeln von einem jungen Paar, es ist New Adult, von Charlie und Jake. Die beiden lieben sich und trennen sich und lieben sich und trennen sich. Und man kann sie dabei begleiten, was sie alles erleben und wie sie fühlen und die Emotionen in diesen Büchern, die Charaktere, wie die beschrieben sind. Das ist einfach so toll. Charlie und Jake sind 2 Charaktere, die mir so ans Herz gewachsen sind, dass ich sie immer noch vermisse, jetzt nachdem ich den 2. Teil beendet habe. Und ich denke doch, dass wir uns wieder begegnen werden, indem ich die Bücher einfach irgendwann nochmal lese. Ich kann nicht genug bekommen von all diesen hochkochenden Emotionen, die es hier in diesem Buch gibt. Und ja, am liebsten hätte ich, weiß ich nicht, noch 5 Bücher aus dieser Reihe gehabt. Aber leider, leider ist das mit Band 2 abgeschlossen. Und ja, was soll ich sagen, ich liebe sie. Das ist mein Highlight. Und ich habe auch eine Rezi dazu gedreht, die kommt auch noch die Tage. Und falls ich sie nicht auch schon hochgeladen habe, ich sehe da im Moment nicht mehr so durch, was ich gedreht und was ich hochgeladen habe. Aber auf jeden Fall kommt dazu eine Rezension, die natürlich für Leute, die den ersten Band nicht gelesen haben, Spoiler enthält. Deshalb eher was für Leute, die den ersten schon gelesen haben oder den zweiten sogar schon. Und ja, Ich mag einfach Samantha Youngs Schreibstil. Es ist einfach unglaublich, ihre Bücher zu lesen. Es ist toll, ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Dann hatte ich wieder Lust auf einen Thriller, den ich auch schon begonnen hatte vor einer Weile, also im August. Ich bin irgendwann zu Gwen gefahren und hatte mein Buch vergessen und war dann noch im Zeitschriftenladen, um zu gucken, ob ich irgendwas in der Zeitung oder irgendwas zu lesen finde. Und habe dann dieses Buch entdeckt und konnte dann nicht dran vorbeigehen, weil das Cover so sehr eindrucksvoll ist. Und zwar geht es um Todeswächter von Veit Etzold. Es ist ja mittlerweile der 3. bei Bastei Löwe erschienene Thriller. Es gibt ja noch 2 Jugendthriller, glaube ich, die aber im anderen Verlag erschienen sind. Und genau, hier seht ihr die anderen nochmal, Final Cut und Seelenangst. Aber die meisten von euch werden seine Bücher kennen. Auch hierzu habe ich eine Rezension gedreht, die kommt aber auch erst noch. Ich habe dem Buch 4,5 Sterne gegeben. Ich fand es ein wahnsinnig gutes, spannendes und ekelerregendes Buch. Also für hartgesottene Thriller-Fans auf jeden Fall zu empfehlen. Wenn ihr ein bisschen empfindlicher seid, könnte es zum Ende hin sehr, sehr, wie sagt man, naja, eklig halt einfach werden. Also wenn man solche Beschreibungen einfach nicht mag, dann sollte man die Finger davon lassen. Aber ansonsten ein wirklich, wirklich gutes Buch. Ich mochte die Ermittlerin, überhaupt alle Protagonisten, die in dem Buch mitgespielt haben, und ich mochte diese Aufklärung aufgrund dieser Parallelgeschichte, die es da gab, was dann am Ende ein Ganzes ergeben hat. Und es war mir relativ früh klar, wer der Täter in diesem Buch ist, aber nichtsdestotrotz war es super spannend und man war sich ja immer noch nicht sicher. Also Sicherheit hat man ja dann auch erst am Ende. Was mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut gefallen hat an dem Buch war, dass hier eine, wie soll man sagen, eine Art, naja, Liebesgeschichte wäre jetzt übertrieben. Es gibt eine Nacht zwischen 2 Protagonisten, die im volltrunkenen Zustand stattfindet und die irgendwie für mich keine Bedeutung für das Buch hatte, für die Geschichte. Es kam so ein bisschen so vor, als müsste man jetzt noch eine Liebesnacht irgendwo unterbringen, um die Geschichte spannend zu machen. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war. Ich fand, das passte da nicht rein und das hätte auch überhaupt nicht gefehlt, wenn sie nicht da gewesen wäre. Deswegen 4,5 Sterne und nicht 5, also ein halber Stern Abzug wegen der Liebesszene, die irgendwie für mich unpassend war. Je nachdem, wie sich das in den weiteren Bänden vielleicht zwischen den Protagonisten weiterentwickelt. Ich weiß es ja nicht, ob da was geplant ist, aber ich finde, in so einem brutalen Buch hat irgendwie so eine Liebesgeschichte nichts verloren. Und da brauche ich die auch überhaupt nicht. Von daher, wirklich gutes Buch und definitiv nicht mein letztes von Veit Etzold, auch wenn es mein erstes war, muss ich ja zugeben.
So, dann habe ich ein Buch gelesen, was ich auch zu meinen Monat-Highlights zähle, gleich nach Herzsplitter. Und zwar ist das Blutige Stille von Linda Castillo. Ich habe auch hierzu eine Rezension gedreht, die auch noch nicht hochgeladen ist, weil die noch auf der Kamera bzw. auf der SD-Karte ist. Und die werde ich nachher alle zusammen also auf meinen Computer laden und konvertieren und dann nach und nach alle hochladen die Tage. Linda Castillo, Blutige Stille, der zweite Band der Kate Burkholder-Reihe. Ich habe insgesamt 5 Bücher, sind auch insgesamt 5 bisher erschienen. Sie schreibt weiter an der Reihe, was ich sehr gut finde. Und ich war wieder sehr, sehr begeistert. Das spielt ja in Ohio, in Painters Mill, einer Stadt, in der sehr viele Amische leben. Und Kate Burkholder als ehemalige Amische ermittelt sozusagen als Polizeichefin von Painters Mill. Zumindest in den ersten beiden Bänden wirklich nur amische Fälle, also Mordfälle, die bei den Amischen passieren. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Zukunft ist, ob das immer Amische sind, die da umgebracht werden oder ob sie auch mal die anderen Bürger sozusagen von Painters Mill da irgendwie, ob die auch mal abgemuxt werden. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Entwicklung der Charaktere grandios, gerade von Kate und John. Die beiden waren ja im ersten Band schon miteinander beschäftigt, haben auch etwas miteinander angefangen. Die Geschichte geht hier weiter. Man erfährt auch ein bisschen mehr noch aus Kates Vergangenheit, was man ja auch alles noch nicht so wirklich hundertprozentig weiß. Linda Castillo, die versteht es ganz gut, dem Leser so Häppchen zuzuwerfen in jedem Buch so ein bisschen, dass man wirklich auch Bock hat, allein schon wegen denen ihrer Geschichte weiterzulesen. Aber auch hier würde die reine Story der Fälle sozusagen ausreichen, um das Buch spannend zu machen. Ich fand es grandios, ich fand es gut geschrieben, spannend, es hatte ein tolles Tempo, es hatte diese Wohlfühlatmosphäre irgendwie, obwohl es ein Thriller ist und man möchte am liebsten mal nach Painters Mill, Ohio reisen und sich das alles da angucken, wie die leben und ach ja, keine Ahnung. Irgendwie fand ich das halt, ich mag irgendwie diese Atmosphäre dieser Bücher so gerne. Ja, was soll ich sagen? 5 Sterne, volle 5 Sterne, weil ich diese Reihe einfach so liebe. Ich hatte diesen Monat, wie gesagt, nur gute Bücher. Dann, ich hätte nicht gedacht, dass ich es noch schaffe, aber ich habe dieses Buch, was ich euch jetzt zeige, beendet und habe sogar noch am letzten Tag im September ein neues begonnen. Fragt mich nicht, wo ich die Zeit hergenommen habe. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass ich in so einem guten Lesefluss war und die Bücher einfach alle gut waren und ich dadurch sehr schnell durchgekommen bin. Denn am Anfang des Septembers hätte ich nie gedacht, dass ich so viele Bücher schaffe. So, das ist, ich wollte kurz gehen. Oh Gott, ich bin so müde. Ich hatte gestern einen Horrortag, sage ich euch. So, und zwar ist es ein, ich glaube, sie meinte, dass es ein Erotik-Buch sein soll. Es wird wohl eine Reihe sein und es ist eine Autorin, die eine Indie-Autorin, die selber ihre Bücher rausbringt. Und zwar Unter Glas, Rheinnächte Teil 1 sozusagen von Eva M. Rath. Das ist das Cover. Das Buch ist auch sehr groß. Viel größer als mein Kopf. Also wenn man jetzt die anderen kleinen Bücher dagegen sieht, das ist schon vom Format her ein bisschen größer. Dafür ist aber auch die Schriftgröße und der Abstand zwischen den Teilen ist sehr groß. Das heißt, es ließ sich sehr schnell und einfach lesen. Man hatte das Gefühl, man kommt super schnell voran. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass mich die Geschichte sehr gefangen genommen hat und ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Es geht um Marie. Marie ist eine junge Studentin, ich glaube 25. Und sie, naja, ich werde euch das alles nochmal in der Rezi dann in Ruhe erzählen. Ich muss das nochmal ordnen in meinem Kopf irgendwie. Oh Gott. Also gestern war wirklich Horror. Ich war einfach viel zu lange wach, habe viel zu viel gearbeitet und bin einfach völlig durch heute. Aber, was wollte ich sagen? Die liebe Eva hat mir das Buch zur Verfügung gestellt und ich danke ihr dafür sehr. Es war das erste gedruckte Exemplar, was es von diesem Buch überhaupt gab und deshalb bin ich schon ein bisschen stolz, dass sie es mir geschickt hat.
Ich hätte jetzt gerne noch eine Widmung gehabt vor einem Buch, hatte aber, ich glaube, ein Kärtchen von ihr drin. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das alles habe. Es geht jedenfalls um ein junges Mädchen oder eine junge Frau, die studiert und die einen neuen Job sucht und sich in einer Bar, dem Glashaus, bewirbt. Ganz am Anfang des Buches steckt sie noch in einer Affäre mit ihrem Professor, was dann auch entdeckt wird und ja, aufgrund dessen verliert sie ihren Job und braucht halt einen neuen. Und in diesem Glashaus fängt sie halt an zu kellnern und lernt dann ganz viele neue Leute kennen. Und die Geschichte entwickelt sich, indem sie da, ja, das müsst ihr selber lesen. Ich will gar nicht zu viel verraten. Wie gesagt, ich werde noch eine Rezension dazu machen, die auch ein bisschen strukturierter sein wird. Das wird aber wohl heute nichts mehr. Ja. Ich habe dem Buch jetzt noch gar keine Sterne gegeben. Es gab ein paar Kritikpunkte. Ein paar Kleinigkeiten, die man hätte besser machen können, ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben, die mir auch am Charakter von Marie nicht so hundertprozentig gefallen haben. Ja, das ist aber dazu Näheres dann in der Rezension. Deswegen würde ich dem Buch, glaube ich, 3,5 Sterne geben. Weil 3 Sterne, ein wirklich gutes Buch, aber einige Kritikpunkte. Aber es hat mich schon sehr gefangen genommen, die Geschichte. Und deshalb gibt es noch einen halben Stern dazu. 3,5 Sterne und genaueres dann, wie gesagt, im nächsten Video oder übernächsten oder übernächsten, je nachdem, wann ihr jetzt hier an die Reihe kommt. Das waren meine 7 gelesenen Bücher. Ich hoffe, mein Lesemonat hat euch ein bisschen gefallen. Falls ihr da mehr Fragen zu den Büchern habt oder irgendwas dazu, dann könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr stolz drauf, dass ich so viel geschafft habe im September und ich hoffe, es geht so weiter. Ich hatte ja schon im Mai 1, 2, 3, 4. Ja, da waren es Kinderbücher. Es zählt ja quasi kaum. Juni, Juli zusammen habe ich auch gut gelesen. Da hatte ich eigentlich 9 Bücher gelesen. Naja, aber 7 in einem Monat hatte ich lange nicht. Also, ich bin schon froh. Und, auch stolz, weil das Jahr hat irgendwie so schlecht angefangen. Ich habe ja im Februar und März gar kein Buch gelesen gehabt. Das ist mir auch noch nie passiert. Im April dann so langsam wieder angefangen und erst ab Mai läuft es wieder mit dem Lesen. Lag auch daran, dass ich im Februar ja in der Karibik war. 3 Wochen lang, wenn ich da war und da auch kaum gelesen habe. Da habe ich ein bisschen Feuer und Stein gelesen gehabt von Diana Gabaldon. Und habe das dann aber nie zu Ende gelesen. Das war so irgendwie, naja, nicht so hundertprozentig meins. Also ich werde es irgendwann noch weiterlesen, aber ja. Und dann war ich ja ab Anfang März mit meinem Freund zusammen und da war ich irgendwie abgelenkt. Da hatte ich keine Zeit zum Lesen. Ja, so. Dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Nicht erst im Lesen. Nee. Ich wollte sagen, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Lesemonat, aber das wäre ein bisschen lange. Mal gucken, wünscht mir Glück, drückt mir die Daumen, dass ich im Oktober auch so viel lese. Ich habe einen sehr, sehr stressigen Monat. Wir haben diesen Monat noch Inventur und der Laden sieht aus wie ein Sauhaufen. Ja, an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße, falls du dieses Video siehst, an meine Zuschauerin, die mich gestern Abend angesprochen hat, während ich mit einer Palette voller Katzenstreusäcke in der Tür festgeklemmt habe. Du warst, wie gesagt, wirklich die Erste, die mich angesprochen hat im Laden und mir gesagt hat, dass du meine Videos guckst. Ich fand das total süß, ich habe mich in dem Moment so gefreut und es tut mir leid, dass wir überhaupt keine Zeit hatten, mal irgendwie 3 Minuten miteinander zu quatschen. Aber ich danke dir und deinem Mann, dass ihr mir geholfen habt, die Palette reinzuschieben. Ich allein hätte das nie geschafft. Ja, manchmal bräuchte man irgendwie so einen indischen Elefanten, so einen Arbeitselefanten, der mal schieben hilft oder so. Es ist wirklich, also ich, was ich gestern geackert habe, das war nicht mehr normal. Deshalb muss ich mich jetzt heute noch ein bisschen ausruhen. Heute werde ich jetzt gleich noch meine Tiere sauber machen. Währenddessen können die Videos in Ruhe hochladen und konvertieren. Und wenn ich die Tiere sauber gemacht habe und die Wohnung dann wieder so ein bisschen auf Vordermann gebracht habe, dann kommt Gwen nachher auf den späten Nachmittag. Und wir machen heute einen Horrorfilmabend. Wir wollen Mama gucken. Endlich mal. Wir wollen Conjuring gucken. Also ich habe den ja schon gesehen, aber sie noch nicht. Denn am 9.10. läuft ja im Kino Annabelle an. Das ist ja die Vorgeschichte zu Conjuring, beziehungsweise die Vorgeschichte zu der Puppe, die man am Ende von Conjuring sieht.
Und da wollen wir definitiv ins Kino gehen mit noch einer Freundin von mir. Und deshalb müssen wir Conjuring nochmal gucken, damit sie den gesehen hat. Dann hat sie noch irgendwas, einen Film mit Daniel Radcliffe, irgendwas mit einer schwarzen Frau. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Den wollen wir auch noch gucken. Und ich denke, morgen früh zum Frühstück, beziehungsweise morgen Mittag, gucken wir dann vielleicht noch Maleficent. Den gab es ja jetzt diese Woche neu auf DVD. Ich habe das überhaupt nicht mitgeschnitten, aber war gestern bei Kaufland drüben, gegenüber von meiner Arbeit ist Kaufland, und habe leere Flaschen weggebracht mit meiner Kollegen und auch meine privaten leeren Flaschen noch, weil ich trinke immer Energy Drinks in diesen kleinen Flaschen und die sammeln sich immer einen ganzen Monat an. Und komme in den Eingang rein und da steht ein Aufsteller mit den Maleficent DVDs und ich stand da wie so eine Bekloppte, ja, so. Und Miriam so, ja. Ich so, guck mal, Maleficent. Und sie so, ja toll, oh, den kenne ich noch gar nicht. Und ich so, oh, nehm den in die Hand und denk so, ihr kennt das Gefühl, wenn ihr irgendwas entdeckt, eine DVD oder ein Buch, was ihr total toll findet oder worauf ihr schon lange wartet und dann seht ihr das und dann seid ihr in so einer Schockstarre kurz und freut euch. Und dann hatte ich die DVD in der Hand und dachte mir so, okay, die DVD kostet 12,99 und du hast 6,75 € oder so Pfand. Cool, du holst dir jetzt holst dir den Film jetzt. Also habe ich ihn mir mitgenommen und das war sowieso klar, dass ich den Film haben musste. Es war einfach Schicksal, dass wir uns sofort begegnet sind am ersten Tag, wo es veröffentlicht wurde. Ja, deshalb wird es ein bisschen filmlastig. Morgen Abend gehe ich auf ein Reggae-Konzert. Darüber werde ich euch dann in meiner nächsten Tea Time ein bisschen was erzählen vielleicht. Und euch dann auch passend ein paar Videos verlinken, damit ihr wisst, bei wem ich war. Denn ich denke nicht, dass irgendjemand von euch Terrace Riley kennt. Ein Künstler, der aus Jamaika kommt und den wir aus unseren Karibikurlauben kennen. Der gibt morgen Abend ein Konzert in einem, ja, so einem karibischen Club in Berlin. Ich war da selber noch nie. Ich bin mal gespannt, auch generell auf den Club, nicht nur auf das Konzert. Und ja, dann ist Sonntag, glaube ich, Ruhetag. Da mache ich dann mal gar nichts. Und Montag geht's weiter mit Arbeiten. Ja, ich hoffe, ihr genießt euer hoffentlich auch verlängertes Wochenende. Ich war mal so frech wegen dem Konzert und habe mir den Samstag freigenommen. Meine lieben Kollegen müssen leider arbeiten gehen und ich mache mir einen bunten, aber das muss auch mal sein und ohne schlechtes Gewissen. Und ja, ich hoffe, ihr genießt die freie Zeit. Das ist bei uns in Berlin strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, so richtig goldige Blätter, ja, und das ist so ein richtig perfekter, goldener Oktobertag heute. Ich denke mal, wenn Gwen nachher kommt, gehen wir vielleicht mit Josie noch eine Runde im Park oder so, mal sehen. Und ja, es wird bestimmt schön. Aber egal, was erzähle ich euch schon wieder alles, es ist eigentlich nur ein Lesemonat. Also, bis dann, meine Lieben. Tschüss.